Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um shiny und glänzende Skins. Wir haben uns hier noch ein Bier gegönnt vorhin in der Bahn. Das hat die ganze Zeit übel reingehauen. Michi! Letzte Woche haben wir am Ende von einem meiner Livestreams durch meine Skins durchgeschaut und haben die ganzen glänzenden Skins rausgesucht und haben festgestellt, dass es viele, viele Skins gibt, die früher absolut Trash waren, auch im Trash-Geldbereich lagen, also ich sag mal so alles unter 50 Cent, die mittlerweile aber richtig gut aussehen und vor allem auch wahrscheinlich noch im Preis steigen werden. Und heute möchte ich hier mit euch alle glänzenden und metallic glänzenden Skins durchschauen. Also mit glänzenden meine ich diese extrem shiny Skins, so wie das hier jetzt. Es gibt aber auch Skins, die jetzt nicht so extrem glänzig sind wie die hier, aber schon so ein metallisches Glänzen haben, und die zählen auf jeden Fall auch mit rein. Hierzu benutze ich einen Guide, den mein Zuschauer Sanse, auch einer meiner Mods, gemacht hat. Hier ganz vorne kommen erstmal einige CZs, die haben schöne Skins parat, die jetzt mit der neuen Engine wirklich schick aussehen. Also die sahen in Go nicht so nice aus. Dieses Teil steht bereits bei ungefähr 3 Euro in FN. Ich denke, es wird auch noch weiter ansteigen, so wie wahrscheinlich alle Shiny Skins. Die Twist, auch so ein Skin, der mir bei Go einfach komplett durch die Lappen gegangen ist. Irgendwie habe ich nie gesehen. Auch mittlerweile schon bei 3 Euro stehend. Es kommen aber auch noch Skins, die zumindest letzte Woche noch bei wenigen Cent standen. Die Treadplate, auch nice, mit dem metallischen Glänzen. Also nicht dieser super duper glossy Glanz, so haben wir es im Stream genannt, aber schon auch schick. Im Moment sogar in FN schon bei 11 Euro, fast 12. Und natürlich ballern auch die ganzen Silver-Skins rein, also auch die MAC-10 und so weiter und so fort. Gibt ja einige, die eben diesen Silver-Touch haben, und das ist auch schon sehr, sehr schön shiny. Im Moment 4 Euro, in Souvenir sogar nur 50 Cent. Bei den Revolvern haben wir ja zwei. Einmal den Amber Fade. Ich denke, ihr könnt euch jetzt auch denken, was dann direkt darauf folgt. Übrigens, der Amber Fade steht bei 2,20 Euro. Und der normale Fade mittlerweile bei fast 30 Euro. Wenn man sich das Ding so anguckt, ist auch klar, warum. Also das ist absolut super duper glossy. Ich erinnere mich, dass wir die auch schon oft im Giveaway hatten, die Fades und auch die Amber Fades. Also die R8s, die waren damals nicht so extrem teuer. Obwohl 30 Euro auch schon noch gehen, aber für den Revolver, uff. Weiter geht's mit den P2000s. Da haben wir einmal die Imperial Dragon. Eher metallisch glänzend, aber trotzdem Noise. Das Ding ist aktuell 10 Euro wert. Guck mal da, die Ozeanschaum mit Stickern drauf. Da gucken wir uns hier mal die Rückseite an. Die ist mit fast 200 Euro so gut wie unbezahlbar. Holy shit. Hier haben wir natürlich auch wieder einen Amber Fade Skin. Da haben wir im Stream schon gesagt, dass das irgendwie merkwürdig ist hier hinten. Also diese sandfarbene Farbe ist, ja, sieht merkwürdig aus. 14 Euro in FN. Die Skorpion habe ich auch im Inventar liegen, und da ist natürlich gerade der Skorpion halt sehr schön glossy. Der Rest der Waffe ist eher metallisch glänzend. Für 9 Euro auch schon etwas habe ich, aber wir kommen gleich zu den günstigeren, keine Sorge. Hier haben wir noch einen weiteren Silver Skin, zwar die P2000 Silver. Das ist natürlich auch absolut insane. Also wenn man in Richtung Silver oder White Loadout gehen möchte, absolut kronk. Leider auch schon bei 20 Euro. Weiter geht's mit den 5.7s. Da ist einmal die Silver Quartz da, die habe ich auch diverse Mal auf Main Account rumliegen. Ist jetzt nichts ultra besonderes, aber zählt eben auch in diese Glänzrichtung hinein. Die steht zum Beispiel jetzt aktuell bei 1,23 Euro in FN. Und dass die Copper Galaxy richtig geil aussehen wird, war ja klar. Das ist echt insane. Bisschen schade, dass bei den 5.7s, ich glaube, alle immer nur oben beskinnt sind und nicht auf dem Rest der Waffe. Aber hier passt es auch sehr gut. Das wäre over the top, wenn die komplett überall so Copper Galaxy-mäßig beschisselt wäre. 17 Euro in FN. Und auch hier bei der Case Hardnet wusste man, dass das sehr, sehr geil aussehen wird in CS2. Hier kommt es natürlich auch preislich sehr darauf an, was ihr da für ein Pattern drauf habt. Steam sagt jetzt plus minus 26 Euro in FN. Wie gesagt, wenn ihr da irgendein krasses Pattern haben wollt, viel Blau oder sowas, müsst ihr natürlich deutlich mehr hinlegen. Ich habe hier zum Beispiel eine in Blau, und die ist natürlich nochmal ganz anders finanziell dastehend als jetzt eine bunte. Es gibt auch welche, die dann zum Beispiel nur gelb sind und so weiter und so fort. Also Pattern wird für euch ja nichts Neues sein, also ihr wisst, was ich meine. Die sind halt dann teurer. Bei der Berries and Cherries ist der Glossy-Effekt auch recht nice, aber das hier in der Mitte, dieses Segment einfach auch mitunter komplett schwarz ist, ist dämlich. Ich weiß nicht genau, ob das bei Go auch so war, aber das sieht wirklich kacke aus. Also da hätte man doch tatsächlich einen schönen Überlauf machen können und nicht so ein Krustier. 94 Euro, aber die war auch schon vor CS2 recht happig. So, jetzt kommen wir zu einem Schnapperl. Die P250 Steel Disruption für einen Euro ungefähr. Extrem super glossy. Also wer wirklich glänzend im Spiel rumlaufen möchte, kann sich das Ding hier snacken. Und auch die Metallic DD-Pad lässt sich nicht lumpen. Wobei die Purple DD-Pad USPS also richtig insane aussieht. Aber das ist ja auch schon auf jeden Fall in Ordnung. Preislich sogar nur 35 Cent. Kommen wir nun zu den Tech Nines. Hier ist eine Blue Titanium Tech Nine. Ja. Tech Nine ist halt leider auch bei vielen Skins so, dass nur hier oben das Barrel voll geschisselt ist und nicht der Rest. Also vor allem eben bei diesen Glossy Skins. Aber ja, ist in Ordnung. Für 5 Euro, aber dann wiederum doch fast ein bisschen zu teuer. Darauf folgt direkt die Titanium Bit. Die gefällt mir schon ein bisschen besser, weil man eben etwas mehr Abwechslung im Farbenspiel hat. Und der gesamte Skin auch wirklich sehr nice gemacht ist. Also kann man sich nicht beschweren. 13 Euro.
kann man sich vielleicht doch beschweren. So, und die Tech 9 Ice Cap kann sich für 65 Cent auf jeden Fall sehen lassen. Jetzt nicht richtig schön glossy, aber eben metallic. Also vollkommen in Ordnung. Die Brass rutscht direkt hinterher, auch eher metallic, aber halt Gold, ne? Gerade wenn man auf gelb-goldenes Inventar steht, kann man sich das Ding hier auf jeden Fall für die Tech 9 anschauen. Selbst in BS geht das Ding noch ganz gut. Also ist halt ein bisschen, ja, fleckiger, aber immer noch schön gelb-gold. Je nachdem, was ihr da für eine Wear nehmen wollt, könnt ihr mit 2 bis 20, 30 Euro schon rechnen. Tech 9 Ossified, das ist auch wieder so ein Skin, der mir bei Go einfach irgendwie durchgegangen ist. Habe ich nie gesehen, das Ding. Aktuell bei ungefähr 1,50 Euro. Ihr könnt natürlich gucken, ob ihr bei Skin Baron bessere Angebote findet. Ich gucke mir jetzt ja gerade immer nur den Steam-Preis an, der von Steam halt direkt vorgeschlagen wird. Ich gehe stark davon aus, dass es bei Skin Baron da auch günstigere Angebote gibt. Muss mal ein bisschen die Augen offen halten. Hier die Tech 9 Red Quartz als letzte Tech 9 in der Runde für 23 Cent auch ein Schnapperl, wenn man in Richtung Rot oder Orangenes Loadout gehen möchte. Nun sind wir bei den Glocks angekommen. Die Steel Disruption ist auch extrem lecker. Also, wenn man sich das so anguckt, ne, wie das Ding glänzt. Das ist schon krass. Aktuell 4 Euro in FN. Die Glock 18 Reactor ist auch sehr nice geworden. Jetzt zwar kein Glossy Glanz, aber trotzdem schön bling bling. Liegt aktuell bei, ja, 19 Euro in FN. Das ist natürlich schon wieder ein bisschen viel. Die Glock 18 Gamma Doppler, da muss man natürlich auch wieder nach dem Pattern gucken. Ist richtig, richtig, richtig schön glossy geworden. Guckt euch das an. Das ist ein insaner Glanz. Hier kommt es stark aufs Pattern an. Also da könnt ihr von was weiß ich, 30 bis viele, viele hunderte Euro anlegen, um euch so ein Ding zu holen. Ich habe bei mir im Main-Account eine komplett grüne. So eine kostet natürlich mehr als eine gemischte. Da müsst ihr einfach schauen, worauf ihr eben so steht. Des Weiteren haben wir die Glock 18 Twilight Galaxy. Bisschen geiler als die Copper Galaxy, weil mir einfach die Farbe eher zusagt. So ein schönes Teil. Guckt euch das an. Und der Glanz. Holy shit. Und leider passt holy shit auch zum Preis. 400 Euro plus. Guckt euch mal die Fade an. Oh. Ach gut, ach gut. Das ist so ein schickes Teil. Holy shit. Hier ist der Preis auch sehr, sehr schwierig. Ne? Also je nachdem, was du da halt hast. Ich denke, das ist für die meisten nicht drin, aber kommt eben auch in die Liste der Ultra-Glossy-Skins. Als nächstes folgt die USPS Serum. Ein schönes metallisches Glänzen hier auch drauf. Auch wieder so ein Skin, den man, also ich meine, gut, das ist halt auch ein altes Teil, den man irgendwie nie sieht. Jetzt so in der Hand von jemandem. Darum könnt ihr auch damit rechnen, dass der Preis recht hoch ist. 60 Euro. Muss man einplanen, um sich so ein Teil zu snacken. Möglicherweise auch mehr. Die Target Acquired USPS, die kenne ich immerhin. Das ist ein schönes Teil. Perfekt für ein rotes oder leicht ins Lila gehende Loadout. 200 bis 250 Euro sind hierfür vonnöten, wenn man da reinkaufen möchte. Und hier kommt die vorhin angesprochene USPS Purple DD-Pad. Das ist wirklich ein absolut geiles Ding. Gab es auch letztens bei uns im Stream-Giveaway. Die habe ich damals, ich glaube, in Minimalware für 2 oder 3 Euro. Geholt. Jetzt kriege ich hier angezeigt 14 bis 17 Euro BS bis FN. Scheint schon ordentlich gestiegen zu sein, also wer da jetzt noch einkaufen möchte, soll das wohl dann direkt machen, wobei das natürlich hier überhaupt kein Beratungschannel oder irgendwas ist. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich empfehle hier nur das Aussehen der Waffe. Das ist extrem nice. Nun folgen hier noch zwei Deagles und zwar die Sunset Storm. So, ist auch eher ein ganz leichtes metallisches Glänzen. Die liegt übrigens auch mit über 300 Euro extrem weit entfernt von Gut und Böse, was den Preis angeht. Hier ist nochmal die andere, die mit dem Zeichen hier. Perfekt für ein rotes Loadout und perfekt für Leute, die Geld zum Scheißen haben. Nun rutschen wir wieder in die gemütlicheren Gefilde. Die Meteorit für ungefähr 2 Euro, auch ein sehr schöner Goldskin. Als nächstes hier die Bronze Deko. Und hier hast du auf dem gesamten Skin den Gloss-Glänz-Effekt. Und das ist so ein... Also, das Ding war früher... so gering gestanden. Mittlerweile BS bis FN 90 Cent bis 2,61 Euro. Also immer noch. Auf jeden Fall absolut machbar. Also wenn ihr einen mehr oder weniger goldglänzenden Skin haben wollt, dann kann man hier für wirklich kleines Geld gut zugreifen. Also es ist so schick. Und zur Feier des Videos haben wir heute noch eine StatTrak Desert Eagle Bronze Deko raus. Wie man damit machen kann, erfahrt ihr gleich. Als nächstes folgt die Golden Koi. Das ist natürlich die Goldwaffe, wobei die nicht diesen Hardcore-Gloss hat, aber es ist halt gold, goldig genug. Die liegt aber auch bei 85 bis 90 Euro, wenn man da reinkaufen möchte. Bisschen teuer. Weiter geht's mit der, ich sage immer General Jürgensmund, so heißt die nämlich auch. Die leuchtet auch wirklich sehr, sehr schön, da kommt das Grün extrem gut zur Geltung. Aber auch hier wissen wir alle, also 300 Euro plus muss man hier mindestens anlegen, wenn man sich das Ding kaufen möchte. Die Deagle Knight heißt... auch wieder ein Skin, den man extrem selten sieht. Sehr schönes Teil, lila Loadout, Optimoppel.
9 bis 13 Euro. Für 20 bis 28 Euro kann man sich den Midnight Storm Deagle erst snacken. Geht jetzt in Richtung Grün oder Blau, Petrol, Türkis. Die Desert Eagle Cobalt Disruption ist auch insane geworden. Also sieht richtig, richtig gut aus. Schön kräftig, schön blau und schön glänzend. Mit 70 bis 118 Euro ist man damit dabei. Hier kommt nun die vorletzte Pistole, die ich euch heute zeigen werde. Die Desert Eagle Hypnotic. Ja, also auch hypnotisierend auf jeden Fall, wenn du da so reinguckst. 150 bis 170 Euro. Und zu guter Letzt haben wir noch die Desert Eagle Blaze. Hat ein schönes metallisches Glänzen. Auch ja, vollkommen ausreichend für das Teil natürlich. Sehr, sehr schick. Aber eben auch sehr, sehr preisig. Mit fast 1000 Euro. Also 930 bis 1000 Euro legt man da halt locker an. Ja, dafür würde sie mir persönlich zu wenig glänzen. Aber sie zählt eben zu den Shiny Skins mit dazu. Somit sind wir bei den Pistolen durch. Es ist auf jeden Fall ausreichend, sonst wird das ganze Ding zu lang. Ich mache dann die SMGs und die Pumps und so weiter eben separat. Wir lösen jetzt noch geschwind das letzte Giveaway auf. Ich habe hier bereits alles eingestellt. Vielen Dank für 19 Kommentare. Man sollte schreiben, ob und wie gerne man AWP spielt. So irgendwie in die Richtung. Daira ist immer noch ein Keck, Nico. Das reicht leider nicht. Dann nehmen wir uns mal den nächsten ran. So. Na? Ja. Der Suspect Movement Schrott, Peaks Müll. Der Kommentar geht da noch weiter. Da haben wir ihn doch schon. Ich selber spiele AWP eigentlich ganz gerne. Jedoch gibt es Tage, wo ich die von ihr Finger lasse, weglasse, wo ich die Finger von ihr lasse. Alles klar. Komisches Deutsch, Redi, aber das zählt. Du bist somit der Gewinner. Es gab eine AWP Pit Viper, wenn ich mich recht entsinne. Das ist dann übrigens diese hier. Schreib mir bitte einfach unter dieses Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und, ach guck mal, da den Schritt hat er schon gemacht. Sehr schön einfach den Trade-Link in die Kanalbeschreibung reingehauen. Das ist dann schon erledigt. Perfekt. Dann nur noch hier melden und dann schicke ich die raus. So, ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Heute gibt es diese leckere Wumme noch zu gewinnen. Wie man mitmacht, ist ganz einfach. Und zwar schreibt ihr mit in euren Kommentar hinein, ob ihr vorhabt, euch noch Shiny Skins zu kaufen oder ob ihr erstmal gucken wollt, wie das Ganze so verläuft. Der Gewinner wird dann so wie gerade eben auch einfach über den YouTube-Comment-Picker gesnackt und in einem Video gezeigt. Viel Spaß und toi toi toi! Größere Giveaways gibt es übrigens in meinen Livestreams. Die gibt es dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Da sind die Skins auch gerne mal ein bisschen teurer. Rumkommen, mitzocken, Giveaways machen und so weiter und so fort. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen, danke für die Kommentare und für die Likes. Wir sehen uns dann beim nächsten Video oder im nächsten Livestream. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.